weil du hast uns geweckt. Es hat ganz viel geschneit seit Nacht. Es hat gestern auch schon geschneit. Wir sind im Urlaub. Stimmt, habe ich schon wieder fast vergessen. Trotzdem ist es so schön, dass es geschneit hat. Denn umso mehr Schnee, umso besser. Hättest du dich ein bisschen schlafen lassen können? Nee, weil wir im Urlaub sind. Das lass uns mit meinem Papa wecken. Na gut. Komm, Chloe. Ich kann es kaum erwarten, endlich auf die Piste zu gehen. Mama, Papa, aufstehen. Na hopp. Es hat ganz viel geschneit. Und es liegt auch eh schon so viel Schnee. Ach, guten Morgen, Chloe. Ach, habe ich gut geschlafen. Ja, ich weiß. Wir schläfen super gut. Komm, lass uns aufstehen. Ich will gleich in den Schnee. Ruhig, Chloe, ruhig. Warum? Ich will endlich in den Schnee. Ich weiß, Chloe. Aber man muss sich ein bisschen gedulden. Och, Mann. Wir können jetzt eh noch nicht gleich in den Schnee. Oh, es ist ja kalt. Ich mache erstmal den Ofen an. Mach das. Da liegt ja noch Feuerholz drin. Oh, jetzt ist es mir wieder schön warm. Oh, prima. Machst du das Frühstück oder soll ich das machen? Ich mache das Frühstück. Okay. Können wir uns gleich anziehen, dann können wir in den Schnee. Ja. Ich, wo sind unsere Winterjacken? Ach, die habe ich auch gewaschen. Warum? Die waren schon so nass geschwitzt, weil er sie schon so oft anhattet. So oft hatte ich sie jetzt auch noch nicht an. Ja, aber so lange meine ich. Das waren ja schon ziemlich viele Stunden, die wir da am Bahnhof in dem Zug waren. Das war ja auch länger als gedacht. Zum Glück haben wir noch andere Schneeanzüge mit. Okay. Billy, Greta, geht ihr schnell duschen? Ihr hattet keine Dusche, aber die Badewanne. Ja, dann macht das. Sind schon drin. Oh, ist das schön warm. Ich möchte gleich Zähne putzen. Ich auch. Okay. Hier. Danke. Und hier, Jan. Ich nehme mal die Zahncreme. Mache ich was drauf. So. Danke. Ist das schön warm. Ich liebe es, hier zu sein. Ja, schön hier. Ich nehme erstmal die Mütze ab. Hier ist jetzt richtig schön warm drin. Und Chloe hat recht, es hat schön viel geschneit. Was haben wir denn zum Frühstück? Wir könnten diesen Kuchen essen. Oder Feigenpudding. Ja, da ist noch ein Rest von da. Dann kriegt einer Kuchen, Feigenpudding. Das essen ja eh alle gerne. Und Evelyn kriegt Müsli. Das isst sie immer zum Frühstück. Sie kann eh nichts anderes gut essen. Frag mich nicht, warum. Sie braucht eben den Müsli-Power für den Tag. Zum Glück hat es hier welches. Ein schönes Weihnachtsmüsli, obwohl Weihnachten ja schon vorbei ist. Es ist ja schon Neujahr. Naja. Ich habe jetzt schon Speckwürstchen gebraten. Das kriegen dann auch die Kinder. Ach, da werden sie sich freuen. Ein Küchlein. Und Würstchen im Speckmantel. Lecker. Und was esse ich? Ich esse das hier. Oder ich weiß nicht, was ich esse. Die Kinder können sich es selbst aussuchen. Ich hoffe, dass ich es abkriege. So. Dann schütte ich jetzt etwas Milch hier rein in das Müsli. Und das Müsli an sich. Erstmal Kühlschrank zu. So, Müsli rein. Das wird Evelyn bestimmt gut schmecken. So. Seid ihr fertig, Kinder? Bin fertig. Musst du nochmal nachputzen? Habe ich doch gerade schon. Nochmal? Nein, einmal reicht. Okay. Mama? Ja? Dürfen wir uns gleich unsere Schneesachen anziehen? Könnt ihr nach dem Frühstück machen. Papa war so nett und hat schon mal Frühstück gemacht. Abziehen, Chloe? Hab ich. Prima. Stelle ich noch die Zahncreme weg und dann können wir ab zum Frühstück. Lecker Frühstück! Mann, hab ich einen Hunger. Wie viel Uhr ist denn? Schon fast 10. Oh, es ist schon 9.46 Uhr. Ja. Ihr habt ganz schön lang geschlafen. Ja, wir waren noch echt müde nach diesem anstrengenden Tag. Ja, das glaube ich. Guten Appetit! Guten Appetit. Lecker. Bestchen. Leckerer Schokokuchen.
Ich will auch Schokokuchen. Du hast doch Schokokuchen, Chloe. Nein, ich habe Zimtschnecken. Dann isst den was. Ich habe Feigenpudding. So eins brauchen wir zu Hause auch. Das muss ich mir unbedingt auch mal anschaffen. Prima. Jetzt haben wir alles aufgegessen. Können wir jetzt endlich in den Schnee? Wir können gleich in den Schnee gehen. Aber erst werden Schneeanzüge angezogen und der Tisch abgeräumt. Das könnt ihr machen. Wir ziehen uns schon mal Schneeanzüge an. Hey, könnt ihr wenigstens euren Teller zur Spüle räumen? Nee, kannst du machen. Ach, diese Kinder lassen alles stehen und liegen. Die zweiten Schneeanzüge sind in der Tasche, nicht die verschwitzten von gestern anziehen. Alles klar. Okay. So. Alle Teller zur Spüle. Mach ich gleich. Okay. Prima. Hey Kids. Und wie weit seid ihr? Wir sind fast umgezogen. Gut, habt ihr sie gefunden? Ja. So, was ist denn mit euch zwei? Unsere Schneeanzüge haben wir nicht gefunden. Mama, Chloe und Jakob finden ihre Schneeanzüge nicht. Oh nein. Was ist? Mir fällt gerade etwas ein. Die waren im pinken Koffer. Und der ist? Der steht da noch an der Cafeteria. Oh, ihr armen beiden. Jetzt haben wir gar keine Schneeanzüge. Jetzt können sie gar nicht in den Schnee. Doch, die sind ja auch bald wieder trocken, die ihr gewaschen habt. Aber vielleicht braucht ihr trotzdem noch ein zweites Paar. Es gibt doch, neben der Rezeption gibt es doch so einen Shop. Wollt ihr nicht da mal gucken gehen? Wir können doch so nicht raus. Nicht ihr. Ich meine einen von den Großen. Ja, ich gehe mit Jan, Greta und Willi hin. So vielen? Ja. Ich möchte lieber hierbleiben und draußen im Schnee spielen. Ich will machen. Du willst mitkommen, Greta? Ja. Und du, Jan? Ich muss noch kurz was erledigen, dann komme ich auch mit. Okay. So. Ihr zwei könnt ja hier bei mir bleiben. Und du kannst in den Schnee, Billy, oder auch hier drin bleiben. Kannst du dir aussuchen. Ja, alles klar. So, da sind wir. Ja. Wo bleibt denn der Jan? Der wollte doch gleich nachkommen. Hallo. Wir suchen Schneeanzüge für kleine Kinder. Alles klar. Ich muss hier auf den Knopf drücken. Dann fährt das hier hoch. So. Also, wir hätten hier diesen roten. Der ist für Kinder zwischen 1 und 3 Jahren. Ja, den könnten wir doch für Jakob mitnehmen. Ja. Dann bräuchten wir noch was für Grundschüler. Ja, da hätte ich noch einen lilanen. Mama, Papa, kann ich einen Rucksack da haben? Welchen? Dann könnten wir ihn besser transportieren. Nicht den pinken, den da oben. Ja gut, der sieht wirklich hübsch und ist auch nicht teuer. Dann könnten wir die Schneeanzüge besser nach Hause tragen. Das stimmt. Okay, nimm ihn. Okay, er ist drin. Prima. Und dann haben wir hier oben noch so einen für kleinere Kinder. Den da. Da wollen wir den für Chloe mitnehmen? Ja. Prima. Vielen Dank. War das alles? Ja, ich denke, das war alles. Wollen Sie denn Skifahren oder Snowboard fahren gehen? Ja. Dann sollten Sie sich vielleicht noch das perfekte Equipment kaufen. Zum Beispiel, wir hätten hier tolle Skianzüge und Helme. Für alle Kinder. Gar nicht teuer. Guck mal, du junge Dame, könntest zum Beispiel das Lila nicht anziehen und dazu diesen lilanen Helm tragen. Und das kostet zusammen auch nur 50 Euro. 50? Ja, und wie viele Kinder haben Sie? 5. Und das könnten Sie dann ja noch für die anderen beiden Kinder hier noch kaufen. Zum Beispiel den hier oder diesen hier. Und dann könnten Sie noch Helme und dann hätten wir hier noch mehr Helme. Zum Beispiel diese Katze, das mag bestimmt auch eins Ihrer Kinder. Der könnte Chloe gefallen. Aber ich weiß nicht, Papa, das gefällt mir irgendwie nicht. Und hier könnten wir auch noch eins. Und dann noch dieses Schneeoutfit hier. Das ist auch ein super tolles Stück. Das könnte ich Ihnen auch alles zum Schnäppchen machen. Ja, das würde dann als Schnäppchen
alles zusammen nur 250 Euro kosten. Dann würden die Schneeanzüge für die Kleinen mit drin sein. Nein, danke. Wir holen die beiden Schneeanzüge, die kosten zusammen 20 Euro. Das reicht uns. Und Sie wollen wirklich nichts? Nein, danke. Alles gut. Wir haben ja Schneeanzüge und Helme. Ach, in Ordnung. Dann nehmen Sie eben nur das. Trotzdem vielen Dank für Ihre Beratung. Brauchen Sie denn noch Snowboards oder Skier? Nein, brauchen wir auch nicht. Das kriegen wir alles gar nicht nach Hause. Wenn Jan zum Tragen hier wäre, dann könnten wir uns welche ausleihen. Aber sonst, Ich könnte ihn es nach Hause tragen. Sie sind doch wirklich scharf darauf, uns was zu verkaufen. Ja. In Ordnung. Ich hätte hier zum Beispiel dieses schöne Snowboard. Nein, danke. Ich zahle jetzt die beiden Schneeanzüge. So. Ja? Und Sie wollen wirklich nichts? Wirklich nichts. Papa? Ja? Können wir gleich noch Pommes essen gehen? Ja, in Ordnung, klar. Hallo? Zweimal Pommes und Burger, bitte. Okay. Hallo, Jan. Ich habe Pommes und Burger gehört. Ich bin schon bei der Stelle. Na gut, dann dreimal bitte. Ja, mit welcher Hand? Du kannst das auf den Boden stellen. So, hier noch für dich und noch drei Getränke. So. Wirklich lecker. Dann guten Appetit. Guten Appetit. Davon dürfen wir den anderen aber nichts erzählen. Sonst sind die sauer. Papa, jetzt wo Jan hier ist, dann können wir uns ja doch noch Snowboards und Skier ausleihen. Dann müssen wir es nicht bei der Piste machen. Hier gibt es nämlich viel mehr. Stimmt. Hast recht. Ich fülle mir noch Cola ein. In Ordnung. Trinkt ihr auch noch schnell aus? Ich habe noch gar nichts eingefüllt. Was willst du denn? Ich will Orangenlimonade. Und ich will auch Cola. In Ordnung. Dann esst mal schnell und trinkt mal schnell auf. Dann können wir noch die ganzen Snowboards und Skier mitnehmen. Okay. Die Pommes sind gut. Ich weiß. Das sind hier die besten. Warst du denn schon mal als Kind beim Bommelberg? Ja, das war ich. Schon dreimal. Boah, echt? Wollen Sie sich jetzt doch was ausleihen? Ja, bitte. Sehr schön. Was möchten Sie denn haben? Ja, wir hätten gerne mehrere Snowboards und zwei Paar Skier. Ein großes und eins für Kinder. Ja, also Kinder, Skier und Snowboards führen wir hier nicht. Die müssen Sie sich schon bei der Piste ausleihen. In Ordnung. Hier, wie wäre es damit für dich? Nein, danke. Ich hätte hier noch ein anderes. Warten Sie, ich hole es schnell. Das ist mit so einem Schneemann. Wenn Sie das lieber haben wollen, hat man auch einen guten Stand drauf. Das nehmen wir für Billy, oder? Ja, das ist für Billy gut. Dann nehmen wir das einmal. Ich will das mit dem Eis. Cool. Okay. Dann bitteschön. Danke. Und du, Greta? Ich möchte eins bei der Piste ausleihen. Da habe ich ein richtig schönes im Katalog gesehen. Okay, dann nehme ich das mit der Katze drauf. In Ordnung. Bitte sehr. Das ist das mit dem Puphaufen. Ich will das mit der Katze. Ach so, dann hier. Dankeschön. Und dann brauchen wir noch einmal Skier, wenn sie die Kleinen nicht führen. Ja, welche? Ich denke, wir nehmen diese bunten da. Die? Ja. Ich denke, die würden der Mama gefallen. Die Mama kann nämlich sogar Skispringen. Wirklich? Ja, das kann sie euch ja vielleicht mal vorführen. Toll! Ja, wirklich toll. Ich hätte die Pommes aufgegessen. Und das Getränk ist auch leer. Bei mir auch. Prima. Dann schnappt sich jetzt jeder was. Skier oder Snowboard, ganz egal. Und dann wandern wir zurück zur Hütte. Ja, das machen wir. Wandern? Nein, wir nehmen den Bus. Kommt. So. Perfekt, würde ich sagen.
Die Schneeanzüge passen wie angegossen. Ja. Mhm. Wirklich super. Gehen wir jetzt endlich auf die Piste? Ja, von mir aus. Können wir jetzt auf die Piste gehen? Endlich. Ja, endlich. Dann hopp. Ich freue mich. Ich mich auch. Mhm. Ach, so ein Stress. Die Verkäuferin war wohl aufdringlich. Wirklich? Ja, und wie? Wir haben Snowboards oder Skier für alle. Echt? Also fast für alle. Die für kleine Kinder führen sie noch nicht. Wir sind nicht mehr klein. Ich weiß, aber Greta, Chloe und du, ihr müsst euch leider etwas an der Piste ausleihen. Ist das schlimm? Nein, ist gar nicht schlimm. Können wir denn jetzt endlich los? Ja, von mir aus können wir jetzt los. Auf die Post! Super. Dann los geht's, würde ich sagen. Ja. Ich schließe noch schnell die Türe ab und dann können wir los zur Piste. Endlich! Ich freue mich schon so auf Skifahren oder Snowboardfahren. Prima. Dann los. Ja. Los. Jetzt sind wir hier angekommen. Haben uns auch schon alles ausgeliehen. Das ist wirklich ein tolles Skateboard, was du da ausgesucht hast, Greta. Das habe ich schon im Katalog gesehen. Also ich bleib mit Jakob hier auf dem Skihügel für Anfänger. Und ihr könnt auf die richtige Piste gehen. Na dann los. Aber Papa, wir sind doch auch noch nie Snowboard gefahren. Ja, aber ihr seid schon älter. Wie macht man das? Was ist das da? Das ist, nennt sich Lift. Und was ist ein Lift? Naja. Kommt, ihr dürft einsteigen. Oh, zu spät. Naja, egal. Ich stelle euch jetzt da rauf und wenn da gleich die nächste Gondel kommt, da kommt sie schon, dann müsst ihr euch da jetzt ganz schnell reinsetzen. Reinsetzen, reinsetzen, Billy. Oh, es fährt uns nach oben. Ja. Jetzt wir? Ja, los, hopp. Und rein, Chloe, rein, rein, rein. Prima. Ich kann nicht glauben, dass Jan 14 ist und noch nie Lift gefahren ist. Naja, wann kommt denn endlich die nächste Lift? So, da kommt er ja schon. Und rein. Prima. Dann fahre ich jetzt auch den Berg hoch. Ich freue mich schon, den runterzufahren. Oh, müssen wir jetzt aussteigen? Glaub schon. Hopp, raus mit uns. Ich hoffe, das war richtig. Oh, guck mal, die Zwillinge sind ausgestiegen. Dann lass uns auch. Ja, ich hoffe, das war richtig. Sonst sind wir hier umsonst ausgestiegen. Aber ich glaube nicht, dass wir mit dem Lift wieder runterfahren. Das ist ja wirklich praktisch. Wann kommt Papa denn endlich? Papa, wann kommst denn du endlich? Ja, ja, hier bin ich doch schon. Prima, dass ihr ausgestiegen seid. Das habt ihr richtig gemacht. Ah, zum Glück. Gibt's ja Waffeln, dürfen wir Waffeln? Aber da steht gar niemand. Wahrscheinlich ist der zu. Nein, hier muss man Geld einwerfen. Oder die Mitgliedsclubkarte zeigen. Welche? Na, dass wir hier ein Ferienhaus gebucht haben. Da müssen wir diesen Chip, den ich am Armband habe, vorzeigen. Ich mach Waffeln für alle. Toll! Hier für dich, Billy. Hm. So. Wer kriegt die nächste? Hier, du, Greta. Super. Ich will die nächste, ich will die nächste, ich will die nächste. Nein, ich will die nächste. Ich will die nächste. Chloe hat zuerst gefragt. Die nächste ist für dich, Jan. Na gut, dann ist meine wenigstens am frischsten. Das Beste zum Schluss. Ja, ja. Die letzte Waffel kommt doch jetzt auch. Hä? Machst du etwa für Jakob noch eine mit? Nein. Ich will doch wohl auch noch eine essen. Ah. guten Appetit. Guten Appetit, Papa. Ist die lecker. Gut. So, jetzt können wir gestärkt die Piste runterfahren. Oh, ich habe ein bisschen Angst. Wovor denn? Die Piste ist so steil. Es macht tierisch Spaß. Ich stelle mich jetzt auf mein Snowboard. Und ja, dann geht's auch gleich schon los für mich. So, bereit? Guckt zu und staunt. Hui, macht das Spaß? Yay. Und ich bin unten. Ja, prima, das hat total Spaß gemacht.
Jetzt könnt ihr fahren, Kinder. Oh, ich trau mich nicht. Mach du den Anfang, Jan. Na gut. Wieso fahr ich da auf so ein Ding zu? Ich fliege! Nein! Nie wieder fahre ich Snowboard. Das gefällt mir gar nicht. Ich bin total abgehoben. Oh Mann, das war gar nicht schön. Das ist doch noch nichts für Kinder. Oh Mann, Jan hat es gar nicht gefallen. Naja, dann mache ich jetzt mal. Los, Chloe, viel Glück. Danke. Oh Mann, habe ich jetzt Angst. Hoffentlich hebe ich nicht ab. Oh, aber eigentlich macht das Spaß. Das hat total Spaß gemacht. Was, dir hat das Spaß gemacht? Das ist doch die totale Horrorfahrt. Also ich fand es total lustig. Ja, das freut mich, dass du Spaß hattest, Chloe. Willst du gleich nochmal? Ja, nachher. Wer soll zuerst? Lass uns gleichzeitig fahren. Ich fahr hier ab. Okay. Ich da. Bist du bereit? Noch nicht. Okay, und los. Hui. Wow, ich bin schneller als du. Hui. Aber ich habe dich dann im letzten Moment doch noch überholt. Ach Mann, das ist total gemein. Aber es hat doch total Spaß gemacht. Ich hätte das Rennen gewonnen. Ja, aber das macht total Spaß. Schön, dass ihr alle so viel Spaß habt. Ach Mann. Oh, was ist denn mit dir los, Jan? Du guckst ja total traurig. Ach Mann, alle meine Geschwister haben so viel Spaß. Nur ich nicht. Dann steig du jetzt nochmal in den Lift. So. Und warte oben auf mich. Dann fahren wir zwei jetzt nochmal. Und zwar so, dass du auch Spaß hast. Okay, wenn du meinst. Ja, das meine ich. Steig oben aus, wie du es schon einmal gemacht hast. So. Und warte auf mich. Ich bin gleich da, Jan. Und was soll ich jetzt tun? Wir fahren jetzt nochmal. Diesmal brauchst du keine Angst zu haben. Du bist über die Skisprungschanze aus Versehen gefahren, weil du falsch abgebogen bist. Das wird dir jetzt nicht mehr passieren. Okay? Okay. Versprochen. Das wird alles gut sein. Du musst einfach gerade fahren. Dann macht das total Spaß, wie deinen Geschwistern. Ich will ja auch nicht, dass du ein schlechtes Erlebnis vom Snowboardfahren im Urlaub hast. Ja? Na gut. So. Bist du bereit? Ja. Oh? Das hat ja richtig Spaß gemacht. Jetzt weiß ich, was ihr so toll fandet. Das macht ja richtig Spaß, wie man den Berg runtersaust. Cool. Schön, dass du endlich auch Spaß hast. Ja. Prima. Ich freue mich so, so sehr. Leute, guck mal, was ich gelernt habe. Der Jakob hat ganz fleißig Skifahren geübt. Guck mal, was ich alles Schönes kann. Super, Jakob, toll. Und du, Evelyn, willst du heute gar nicht fahren? Oh, ich bin schon viel gefahren. Aber jetzt fahre ich mal so richtig. Springt Mama jetzt Ski? Ja, das macht sie jetzt. Cool, über die Schanze, wo ich gerade auch drüber gefahren bin? Ja, nur in professionell. Ah, okay. Ich bin echt mal gespannt. So, ich freue mich schon riesig. Ich liebe Skispringen. Hui! Guck mal, sie fährt. Sie hebt ab. Mama! Super, Evelyn. Ja, ich kann's noch. Wuhu. Das macht ja immer noch total viel Spaß. Echt toll, dass du so toll Eislaufen kannst, Greta. Sonst hätten wir das alles gar nicht. Auch wenn das immer sehr chaotisch mit uns ist.